Pock. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Submerged, dem Nachfolger. Und beim letzten Mal haben wir hier den Erkundungsturm erkundet. Nein, erklommen. Besser gesagt. Und ja, wir sind immer noch hier auf Erkundungstour, kann man sagen. Und ich schaue mal ins Journal mit J. Wir haben bei Sonstiges... Ah ja, Blümchen hatten wir. Genau, unsere Geschichte. Die Schwester hatte eine Gabe. Genau, verbunden mit der Masse konnte sie deren Wunden heilen. Sie fragt sich, was sie darüber hinaus noch tun könnte. Wir haben ja gesehen, dass sie am Arm immer diese Blumen hat. Also sie scheint ja irgendwie infiziert zu sein von der Masse. So, lass mal schauen. Ich würde sagen, wir düsen mal ein bisschen mit dem Boot. Wo war denn... Wir hatten doch beim letzten Mal auch ein Upgrade gefunden, ne? Waren wir da schon? Ich schau nochmal eben. Da ist auch ein Upgrade. Oder waren wir da? Ich schau mal. Oh, ist das schön mit der Musik. Ah, ich glaube, das ist das Upgrade, was wir schon hatten, ne? Oder? Das ist so ein schönes Spiel. Das muss man einfach so sagen. So, wo ist denn jetzt das Upgrade? Bin ich... da. Okay, schau mal. Stimmt, wir haben auch eine Karte, ne? Ich vergesse das immer. Wir können ja auch auf der Karte gucken, wo wir sind und... Was ist das denn? Okay. Das Upgrade scheint auch in diese Richtung zu sein. Das ist ganz toll. Oh, wie schön. Ist das ein Buckelwal? Oh, das ist so cool. Es ist einfach zum Genießen. Man muss es einfach sagen. So, wo ist das Upgrade? Da. Das wird das Boot-Upgrade sein. Oh, Delfine. Ach, Kreaturen. Und ein Boot-Upgrade. Ach, cool. Das ist ja krass. Kreaturen entdeckt. Das heißt, wir können den Buckelwal wahrscheinlich auch entdecken. Ich düse mal dahin. Oh, Delfine. Ich versuche, den mal einzukriegen. Jetzt schaffen wir das. So, huppa. Alle hopp. Weil den kann man mit Sicherheit auch entdecken, oder? Ja. Voll cool. Den hatten wir schon, ne? Oder? Uah. So, hier vorne war noch eine Ruine. Die wollte ich mal besuchen gehen. Da. Weil da waren wir ja anscheinend, glaube ich, auch noch gar nicht. Und es sieht doch förmlich... Oh. Es sieht doch förmlich danach aus. Oh, das ist so schön. Es sieht förmlich danach aus, als könnten wir hier noch ein bisschen was entdecken. Und dann würde ich sagen, legen wir mal an, wenn wir können überhaupt. So. Oh, ach krass. Wir spielen jetzt den Bruder. Ach krass. Das hätte ich jetzt mal gar nicht gedacht. Unsere Schwester braucht eine Pause. Das ist ja super. Cool. Also damit habe ich jetzt mal gar nicht gerechnet. Okay, wir können hier rauf. Wir können aber auch da lang. Oder auch nicht. Okay, springen können wir ja anscheinend nicht. So. Ich versuche mein Glück mal hier. Und hup. Oh, das Erkunden macht immer noch mega Spaß.
So, da oben rauf müssen wir. Oder? Ich glaube ja. Ja, doch. Wie krass hier einfach dieser Baum durchgewachsen ist. Dieser Baum einfach durch das Haus gewachsen ist, ist ja Wahnsinn. Alter Schwede. So. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen bestimmt nach drüben. Also hoffe ich, denke ich mal. Ich, keine Ahnung. Oh. Da ist eine vergessene Seele. Von einer längst vergessenen Zeit. So, wir schauen einfach mal, was wir so hier noch entdecken können. Irgendwas werden wir bestimmt noch finden. Oder herausfinden, auch über die Stadt. So. Kommen wir hier? Das sieht aus wie eine ehemalige Dusche. Mit den Fliesen. Das sind ganz tolle Stuckfliesen. Das ist ganz toll. So, hier haben sich also immer Trinken geholt. An diesen Fässern. Die haben sich das hier schon gemütlich gemacht, muss man sagen, ne? Wow, 5 von 56 Tagebücher gefunden. So. Alle Objekte in der Nähe entdeckt. Okay, also hier gibt es kein weiteres Objekt. Das ist sehr schön. Ich finde es gut, dass das Spiel das immer anzeigt. Also haben wir das quasi auch entdeckt. Ich weiß gar nicht, haben wir beim letzten Teil... Ich glaube, wir haben das komplett durchgespielt, ne? Mit allen... Ich meine, haben wir das mit allen Items? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. So, lass mal auf die Map gucken. So, das Upgrade, huch, uah, ich muss erstmal dran gewöhnen, wie das funktioniert hier mit der Karte. Das haben wir, ne? Ja, oder haben wir das nicht? Okay, die Ausgegrauten haben wir, da ist noch ein Upgrade. Da ist ein Relikt, 20 gibt's davon. Würde tatsächlich mal, weil wir jetzt da sind... Einfach mal hier so gerade rüber zu der Ruine hier. Oder zu einem Orientierungspunkt. Weil wir ja eh gerade schon in die Richtung düsen. Können wir das mal machen. Oh, wie schön das einfach ist. Oh, ich freue mich so, das spielen zu dürfen. Das ist so großartig. Schau mal, wie toll und traumhaft das einfach aussieht. Es braucht gar nicht viel bei Spielen. Das ist einfach so. Man braucht nicht viel. So. Jetzt die Frage, ist das hier schon? Was ist das hier? Steinbänder. Okay, das war ein Orientierungspunkt. Okay, die Steinbänder sind also die ehemaligen Autobahnen von der längst vergessenen Zeit und der längst vergessenen Orten. So, dann lass doch mal schauen. Wenn wir hier sind, dann können wir auch quasi jetzt in diese Richtung fahren. Kann ich... Eigentlich einen Wegpunkt mal? Nee, ne? Versuchen wir mal dahin zu kommen. Das ist ein bisschen links. Diese Richtung müsste das liegen. Oh. Ist gewittert. Das ist gar nicht gut. Oh. Dürfen wir überhaupt hier lang? Oha. Das fühlt sich... Oh Gott. Das fühlt sich gar nicht gut an. 3 von 26 Boot-Upgrades. Juhu. Damit können wir noch schneller düsen. So, und jetzt würde ich, glaube ich, Richtung des Buches... Das müsste das Gebäude sein.
Ich muss aber auch dazu gestehen, es ist so lange her. Ich muss noch mal gucken auf YouTube, wann ich das hochgeladen habe. Und dann werde ich euch in den nächsten Folgen mal erzählen, wann das war. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich fast kaum noch dran entsinnen. Nur noch so Bruchteile, weil alles habe ich nicht mehr im Kopf. Weil man weiß ja selbst, wie man ist, ne? Man hat ja so viel um die Ohren und alles. Und man kann sich einfach nicht alles behalten. Aber das Einzige, was ich weiß, es war einfach ein großartiges Spiel. Und ich denke, das wird es auch werden hier. Der Nachfolger. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir alles hier so entdecken können, was wir alles finden vor allen Dingen und ob wir alles finden. Solange wir diese Anzeige nicht haben, alles an dem Ort entdeckt, werde ich hier nicht von der Insel gehen. So, dann gehen wir mal hier rauf. Ich brauche auch keine Sprungtaste drücken oder so, er packt da automatisch dran. So. Braucht quasi nur nach oben drücken und schon klettert er. So ein bisschen Assassin's Creed mäßig. So, da wären wir schon mal oben. Hier eine kleine... Weiß nicht, ist es eine Feuerschale? Oder ist es... Es könnte auch ein Regen... Oh, das ist so ein Regenabfang. So ein Wasserkollektor wie beim Survival Game, ne? Sieht zumindest so aus. Hört sich zumindest so... sieht zumindest danach aus. Ich höre auch keine, beim letzten Mal war es ja so gewesen, dass man so Muscheln sich angehört hat, ne? Also, dass man die gehört hat, wo die sind. Aber bisher höre ich noch nichts. War das nicht sogar so, dass wir von so ehemaligen Menschengestalten beobachtet wurden? War das nicht irgendwie so? Mir schwante da irgendwie was, dass da irgendwas gewesen war. Dass wir nachher irgendwann immer so schemenhafte Gestalten gesehen haben, die uns beobachtet haben. So Menschen aus längst vergessener Zeit. So wie das hier auch ist. Aber wie gesagt, ich weiß... Okay, das ist also der Rückweg. Aber wie gesagt, ich weiß es alles nicht mehr. Ist alles schon so lange her. Oh, hier. Ein weiteres Mama Buch. Hebo. Sammeltagebücher, um die Stadtgeschichte im Journal zu übersetzen. 6 haben wir jetzt insgesamt. Aber das sieht mir nach einem Wasserkollektor aus. Alle Objekte in der Nähe entdeckt. Sehr schön. Das heißt, wir können diese Ruine auch getrost hinter uns lassen. Schöne mit der Seilrutsche. Mag ich gern. So. Hui. Ab geht's. So, dann würde ich sagen, bevor ich ins Bötchen steige, schaue ich mal einmal. Alles, was ausgegraut ist, haben wir schon. Was ist das hier? Samen. Da haben wir den Samen schon, die ganzen Bücher. Wir müssen weiter erkunden, ne? Vielleicht da oben zum Zahnrad einfach mal? Oder einfach weiterreisen. Einfach mal gucken, wo uns das hintreibt hier alles. Wir schauen mal. Oh, hier ist noch ein Aussichtspunkt. Irgendwie so ein... Oh, warte mal. So ein Orientierungspunkt nennt sich das, ne? Guck mal. Die kann man, glaube ich, nachts gut finden, weil die so beleuchtet sind. Titanenkamm. Sieht aus wie ein Sendemast. Da ist wahrscheinlich ein Sendemast mal gewesen. Heißt hier der Titanenkamm. Und ich würde sagen, wir düsen mal in diese Richtung. Das sieht sehr interessant aus. Zack, mit dem Boot-Upgrade schon richtig viel Nitro. Mag ich gern. So, jetzt die Frage. Gehen wir erstmal da gucken? Komm, wir gehen erstmal da, oder? Warte mal, ich schau mal. Ob ich irgendwas mit unserem Teleskop hier... Oh, da. Aha. Da ist auf jeden Fall wieder ein Samen. Und da haben wir ein Upgrade. Und da haben wir noch ein Upgrade. Na, schau mal einer an. Oder, nee, das war ja... Wie nennt sich das nochmal? Warte, ich düse da mal hin. Ist ja gleich in der Nähe.
Ein Relikt, ne? War das, glaube ich, oder? Ja, 1 von 20. Sehr schön. Sammle Relikte, um in der Kuppel eine Galerie anzulegen. Das ist ja toll. Das ist ja sehr schön. So, da waren wir, glaube ich, ne? Genau. Das würde ich, glaube ich, noch holen. Was ist da? Oh. Wir sollten auf jeden Fall häufiger uns umsehen Guckdingen wollte ich jetzt gerade sagen. Mit dem Teleskop hier. So, warte mal. Das heißt also, wir haben jetzt ganz viele Sachen. Da war, glaube ich, noch ein Upgrade, ne? Das hole ich uns mal. Oder nicht ein Upgrade, was erzähle ich denn da? Ein Relikt, so. Und dann würde ich sagen, versuchen wir mal, den nächsten Samen zu ergattern. Was schwimmt da hinten? Ist das wieder der Buckelwal? Sieht zumindest danach aus. Eine alte Tauchglocke. Oder Tauchhelm. Krass. So, sehr schön. Das ist eine alte Tauchkugel. Kreaturen. Okay. Delfin und Buckelwal. Ja, haben wir gefunden. Sehr schön. So, Titanenkamm und die Steinbänder. Sehr schön. Wir haben übrigens beim letzten Mal irgendwie hier ein Yachtdings. Ich habe jetzt noch keinen anderen Stil irgendwie entdeckt. Also, oder hat sich das Boot geändert? Ich probiere das mal. Warte mal. Ich ändere es mal eben. Das hier. Oh ja, tatsächlich. Es ändert sich. Ach, cool. Ich nehme das mal wieder. Das sah ganz schick aus. Ja, haben wir jetzt ein blaues Blütchen. Finde ich super. So, lass mal gucken. Wir wollten... Oh, da ist auch noch was. Oh. Dann würde ich sagen, düsen wir da doch mal hin. Unser Freund der Buckelwal ist auch da. Das sieht aus wie ein Aussichtspunkt. Den können wir vielleicht mal in Augenschein nehmen. Wenn wir schon einmal hier sind. Ja, sehr schön. So, jetzt spielen wir wieder die Schwester. Ich frage mich, ob das prozedural ist. Also wer wann gespielt wird. Oder ob das irgendwie, je nachdem wie oft man irgendwo auf einer Insel war, dass das Spiel dann entscheidet, so jetzt spielst du den oder den. Oder ob das vorgegeben ist. Bei dem Wetter da oben, das ist nicht so schön. Aber gut. Alten Säulen der alten Stadt. Oder die alten Säulen der alten, kann man auch sagen. So, 2 von 10 Aussichtspunkten, sehr schön. Dann geht's wieder abwärts. Nach unten. So, da bin ich wieder, Bruder Herz. Jo. Ich würde sagen, wir gehen mal gucken, was wir da zu dem Turm kommen. Durch die Säulen der alten Stadt. Schauen wir mal. Was ist das denn da drüben? Voll cool. Hier dieses zerbrochene Haus. Richtig gut. Ach, das ist ein Pfeil, damit wir wissen, wo wir lang müssen. Das ist ja nett. Oh, guck mal, hier. Was steht da? Twaites? Nee, Twaites. Oder Twaites? Twaites, glaube ich, steht da. So, gucken wir mal, wo wir andocken können. Ding, ding. Oh.
eigentlich andersrum, ne? Genau. Sehr schön. Und dann hinein. So, was haben wir denn hier? Oh, warte mal. Ach, krass. Schleppe die Plattform, um eine Brücke zu bauen. Ach, krass. Das ist ja cool. Sehr, sehr nice. Muss ich denn jetzt hier... Okay, ich muss die Brücke erst runterziehen. Haben wir, sehr schön. So, jetzt noch die Frage, wo docken wir an? Wahrscheinlich da hinten. Boah, wie geil in diesem alten Gemäuer hier rumzulaufen. Traitor Center. Das war also mal ein altes, also neun Sammelstücke gibt's hier. Das war wohl ein altes Einkaufszentrum hier, das hier. Das Gebäude, wo wir jetzt sind. Krass. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir alles finden, um herauszufinden, was hier so los ist. Oder was hier passiert ist. Boah, wie cool. Ah, hier leuchtende Blümchen. Ich hätte auch gerne leuchtende Blume. Komme ich hier lang? Ich wollte es gerade sagen, ich höre es doch. 2 von 9. Sehr schön. Man muss also auch mal Umwege gehen. Oder was heißt Umwege, aber andere Abzweigungen nehmen. Man kann hier sehr schnell Dinge übersehen. Das klang jetzt doch sehr poetisch. Warum sollte ich hier rüberspringen, wenn ich da lang... Okay. Man kann hier sehr schnell Dinge übersehen. Wie habe ich das jetzt gesagt? Ich kriege das jetzt nicht mehr zusammen. Oh, warte mal. Man sollte auch mal, genau, man sollte auch mal andere Wege gehen, denn man kann hier Dinge auch sehr schnell übersehen. Mann, Gott, boah, was kann ich philosophieren, wa? Alter Schwede. Nein, zurück zum Thema. Also, Wahnsinn. Aber so sieht das aus, wenn, ich sag jetzt mal, die eine Zivilisation aussterben sollte. Die Natur holt sich immer alles zurück. Das ist einfach so. Die Natur wird sich so wohl oder übel alles zurückholen. Ah! Hallo! Hey! Hey! Oh, die hätte ich verscheuchen können. Gut, dass ich gedrückt habe. Gut, dass ich gedrückt habe. Okay, da oben ist eine Muschel. Huch, da oben ist eine Muschel. Es hat noch so kleine Mini... Huch, es hat kleine Mini-Lecks. Ich weiß gar nicht, warum. Na, mein Freund. Hallo.